Einfach Cola zum Frühstück. Das ist richtig frech. Oh, die ist auch schon ein halbes Jahr abgelaufen. Eieieiei. Kinder aufwachen! Alle Kinder lernen lesen. Indianer und Chinesen. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute machen wir was ganz Besonderes und zwar werden wir... Ich muss mich hier verbücken, weil Hella so klein ist. Sie hat sogar extra einen Selfie-Stick, wir fahren ihn eine zweite aus. Und zwar werden wir heute Essen von A bis Z durchessen. Mal sehen, wie das wird. Also nicht eine Buchstabensuppe und dann jeden Buchstaben raussuchen, sondern wir müssen pro Buchstabe eine andere Sache suchen, zum Beispiel A wie Apfel oder B wie Banane. Wir haben jetzt nicht extra eingekauft für dieses Video, sondern Hella war gestern tatsächlich zufälligerweise einkaufen und heute haben wir uns überlegt, wir drehen dieses Video. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Als allererstes müssen wir den Buchstaben A essen. Was fällt dir da ein? Apfel. Dann schneiden wir jetzt einen Apfel. So. Jeder kriegt eine Hälfte. Also wir können natürlich von jedem Buchstaben so viel essen, wie wir wollen. Aber wenn wir satt sind, müssen wir bei der nächsten Mahlzeit wieder mit dem nächsten Buchstaben anfangen. Wenn wir jetzt bei D aufhören, müssen wir beim Mittagessen mit E wieder anfangen. Klar kann Hella auch heute beim Frühstück bis Z schon gehen und dann den ganzen Tag nichts mehr essen und ich nur bis B. Aber das ist jedem selbst überlassen, wie viel Hunger man halt hat. Oder man isst halt erstmal 5 Äpfel, damit man satt wird. Aber mal schauen. Prost. Cheers. Machen wir weiter mit B. Reicht dir ein Apfel? Ja, ich will direkt weitermachen, weil das ABZ ist so lang. Das ABZ? Das Alphabet. Sagen wir einfach Alphabet. Bei B fällt mir Banane ein. Gut, ich werde nämlich Brot essen. Oh Mann, auch geil. Aber du darfst dann ja keinen Aufschnitt drauf tun. So ein trockenes Brot will ich ehrlich gesagt auch nicht essen, deswegen esse ich glaube ich auch. Jetzt kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Echt nicht? Du musst jetzt dieses Brot hier essen. Wow. Erstmal ein trockenes Brot essen. Gar kein Bock. Was kommt denn bei C für einen Aufstrich? Hier, lass es dir schmecken. Ich esse in der Zeit die Banane. Du kannst dir ja die Banane aufs Brot legen, wenn du willst. Stimmt, ich darf ja alles mit B dann essen. Ja. Meine Schwester hat früher mal Käsebrot mit Banane und Honig gegessen. Ich bin immer noch nicht satt. Mhm. Also suche ich mir jetzt schon irgendwas mit C. Und das finde ich auch schon schwierig. Wie Chamäleon. Ich glaube, ich esse jetzt eine Cashew-Nuss. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Cola holen, weil ich weiß nicht, wann das nächste Getränk sonst kommt. Bei welchem Buchstaben? Die letzte Cola. Endlich, Tom. Ich darf so viele Cashew-Nüsse essen, wie ich möchte. Ich liebe die und esse die halt immer da raus und Tom meckert mich dann immer an. Iss die Rosinen mit! Und ja, Hella, lass immer so die Rosinen über. Das finde ich so fies. Einfach Cola zum Frühstück. Das ist wirklich irgendwie räudig, aber besser als gar nicht zu trinken. Vielleicht kommt D. D wie Dora. Was gibt's überhaupt mit D, was man essen kann? Dominosteine. Datteln. Datteln? Wir haben sogar Datteln, oder? Wir haben Datteln. Ich mag halt keine Datteln. Wieso haben wir dann Datteln? Weil man die teilweise in so Soßen oder so reinmachen muss und dann schmecken die mir aber so pur, finde ich die irgendwie eklig. Ich überlege mir vielleicht noch was anderes. Das sieht aus wie so ein Käfer. Warum sagst du sowas? Nicht lecker. Ich bin noch bei C, ich trinke meine Cola weiter. Ich habe mich gerade schon geärgert, ich hätte mal die Apfelchips essen sollen. Das wäre noch besser gewesen als der pure Apfel, naja. So, was kommt jetzt? Du kannst die Erdnüsse da oben essen, hier sind Erdnüsse. Mhm. Eier, du kannst ein Spiegelei machen. Ich brate mir jetzt ein Spiegelei, wie nice. Du musst dann immer was anderes machen, Tom, als ich. Okay, dann machen wir es ab jetzt echt so, man muss immer was anderes als der andere essen. Ja. Hä, darf ich da jetzt kein Öl rein? Nein, das so nicht. Das brät mir gleich an oder so. Das wird schon. Ich dürfte jetzt bei C aber auch noch andere Sachen mit C essen, oder? Ja. Okay, weil dann esse ich jetzt noch diesen Schokopudding. Als wenn, das ist frech. Das ist Hellas Schokopudding. Den habe ich mir gekauft, das ist richtig frech. Ich will auch wieder zurück zu C. Ja. Aber ich bin dir eh ein Stück voraus. Ich esse dir die ganzen leckeren Sachen jetzt nicht weg. Ja, dann beeil dich mal. Ich überlege einfach ein bisschen länger und finde die noch leckeren Sachen. Vor allen Dingen darf ich da ja auch kein Salz oder so drauf machen. Nee. Okay, ich schau mal in unsere Gewürzecke. Edel, süße Paprika. Ja, das dürftest du da drauf tun. Okay. Irgendwie brät mir das hier gleich an. Ich mach daraus jetzt einfach mal Spiegelei. Das ist schon, das war ein Spiegelei. Jetzt wird's Rührei, Hella. Ja, das meinte ich ja. Okay, ich werde mir jetzt den High-Protein-Schokopudding aufmachen mit 3 Sternen dahinter. Das finde ich richtig frech. Lecker. Finde ich gut, dass du den gestern eingekauft hast. Ich werde den jetzt schön vor Hellas Augen verputzen. Du ernährst dich richtig ungesund. Mein Ei ist jetzt schon fertig. Oh, das ist hier sogar was geworden. Ich glaube, das ist eine bessere Mahlzeit als dein Schokopudding. Nein. Willst du das nicht mehr würzen mit deinem komischen Paprikagewürz? Edelsüße Paprika.
Ist nicht so gut wie Salz? Nee, das Salz fehlt echt. Oh Leute, ich habe so Durst. Oh, ich kann das nicht mehr essen. Gibt's da was mit so E? Trocken. Was zu trinken mit E? Edelwasser? Edelwasser? Nein, nein. Ich guck mal. Oder D. Du kannst beim nächsten Buchstaben weitermachen, aber dann darfst aber du nicht mehr das Ei. Aber das ist nicht nach E. F. F. Gut, dass ich das auch mit C kann. Ja, aber dann musst du erst aufessen, weil sonst darfst du da gleich nicht weiter essen. Ich guck mal im Kühlschrank, was wir haben. F. Feuerwasser. Bei H könntest du Orangensaft trinken, weil da steht hohes C drauf. Du könntest, Hella, hohe frische, so. Fettarme Milch. Ja! Das sieht echt delicious aus. Ich habe gerade meine Cola ausgetrunken, damit ich gleich beim nächsten Buchstaben weitermachen kann. Du hast einen richtigen Schnurrbart. Bist du schon satt? Nee, noch nicht. Echt nicht? Bist du schon satt? Ja. Du hast den Schokopudding noch nicht mal aufgegessen. Du hast 3 Hapse davon gegessen. Ich wollte dir was übrig lassen, Hella. Was kommt jetzt nach F? G, wie Gurken. Gurken, ja, du kannst jetzt Gurken essen. Geh wie ja, Gouda. Du kannst Gouda essen. Ja. Einem fällt das irgendwie nicht ein, wenn man das nicht liest. Weißt du, wenn man denkt, so Käse mit K und dann kommen so Gouda. Frische, fettarme Milch. Davon wirst du auch satt werden, weil Käse sättigt richtig. Und Tom, fällt dir nichts bei D ein? Nein, nur Datteln. Und die darfst du nicht mehr essen? Ich verrate die ganze Zeit Sachen, Gouda. Und die darf ich dann selber nachher alle nicht mehr essen. Danke für die Tipps. Was haben wir hier? Delikatesse Remoulade. Die könnte ich jetzt eben einen Haps davon essen, weil dann kann ich bei E weitermachen. Ja. Die ist halt schon alt. Die ist schon vergammelt. Oh, die ist auch schon ein halbes Jahr abgelaufen. Okay, ich esse jetzt ein bisschen davon. Okay, ich bin richtig fies. Ich wollte unbedingt, dass du das isst, aber hier steht auch Delikatessen. Oh. Ich bin nicht so freundlich, dass ich dir Tipps gebe. A, B, C, D, E. E. Wir haben halt nichts. Kann mir einen Tee machen. Wir haben ein Earl Grey Tea. Hella sagt seit Tagen, dass ich nach Schwarztee aus dem Mund rieche. Und ich frage mich, wieso. Das stimmt halt. Er riecht nach schwarzem Tee aus dem Mund. Ich glaube, du trinkst den. Nee, ich trinke nie Schwarztee. Nie. Ich weiß auch gar nicht, wieso wir was haben, weil du trinkst ihn doch auch nie. Nee. Bestimmt für, wenn unsere Eltern mal vorbeikommen. Ja. Weil wir schon keinen Kaffee haben. Hella, weißt du, was auch richtig nice gewesen wäre bei A? Ich habe die Milch aus Versehen getrunken. Du hast Milch getrunken, spuck sie aus, spuck sie aus. Aber das war aus Versehen. Dafür darf ich auch einmal was aus Versehen machen. Nein. Weißt du, was wir bei A hätten essen können? Was? Avocado. Aber so die pur zu essen ist ja auch irgendwie nicht so. Doch, das schmeckt, früher habe ich die nur pur gegessen, bis ich dann irgendwann das Brötchen entdeckt habe. Das ist ja alles ein Mittelalterleben, bis ich dann das Brötchen entdeckt habe. Oh okay, nee. Mein Tee ist fertig. Richtiger Kolumbus. Kolumbus, Tom Kolumbus. In diesem Video erkläre ich euch die 3 wichtigsten Gründe, warum das Brot von Tom Kolumbus entdeckt wird. Und jetzt kommt mein Earl Grey schwarzer Earl Tee. Grey. Weil ich habe nämlich schon die nächste Sache. A, B, C, D, E, F. Und zwar frischer Krautsalat. Den habe ich mir auch gekauft. Das ist einfach unfair, dass meine... Ja, du warst einkaufen, du hast alles gekauft. Ich habe dann gar nichts. Das stimmt. Du kannst die Datteln essen. Ich jetzt auch wie so ein Vater, der am Frühstückstisch sitzt. Wo sind die Kinder? Kinder, aufwachen! Aufwachen, ihr müsst zur Schule! Probier jetzt wo ist meine mal. Zeitung? Und deine Brille vor allen Dingen. Und dann guckt ihr mal so über die Brille. Ja, genau. Wie so ein Lehrer. Meine Nase juckt. Aus dem letzten Video noch. Gut, dann höre ich jetzt auf, den Tee zu trinken und mache bei F weiter. Den frischen Krautsalat. Also, danach bin ich fertig mit dem Frühstück. Wie sieht's bei dir aus? Ich auch, ich bin satt. Nach dem Gouda. Ja, ich bin auch jetzt gleich satt. Also ich würde sagen, wir sehen uns beim Mittagessen wieder. Ja. Ich muss bei G weitermachen und du bei H. Haha. Ha. Wie Hella. Gleich so. Erstmal selber essen. Okay, bis gleich. Und jetzt müssen wir was zum Mittagessen finden, Leute. Was es geht weiter. Guck mal, du kannst den jetzt essen. High Protein Chocolate, aber ja. Du darfst das nicht essen, weil ich das schon gegessen habe. Oh Mann. Herzhafter rote Beete-Salat, den darf ich essen. Nice. Du dürftest sogar was dazu trinken, aber ich sag's mal nicht. Wo ist die? Oh. Mal sehen, ob es mir auch schmeckt. Was hast du gefunden? Rate mal, du hast es ja eingekauft. Ganze Babybirnen. Oh mein Gott. Ich finde eingelegte Birnen echt eklig, aber... Ich finde die mega nice. Echt? Ich habe halt nichts anderes mit G gefunden. Nein. Das sind aber richtig Babybirnen. Oh mein Gott, ich brauche eine Gabel. Was ist das? Das sieht aus wie eine Zwiebel. Also, kann man essen, muss man aber nicht.
Jedes Mal in unseren Videos. Kann man essen, muss man aber nicht. Das ist echt schlau, wenn man vorne dran ist. Also wenn man die Buchstaben als erstes nimmt, hat man eine viel größere Auswahl. Ja, und mich kannst du nicht mehr so einfach reinholen. Ich habe jetzt G gemacht, jetzt kann ich A, B, C, D, E, F, G. H. Wo bist du gerade? Wo ist C? Du bist ja auch bei H. Ich bin auch bei H. Jetzt kannst du mich nicht mehr so schnell einholen. Schmeckt ein bisschen komisch. Nach Zwiebeln. Mit Zwiebeln steht da fett drauf. Okay, ich suche mir jetzt auch was mit H. Haferflocken. Haferflocken, ich esse Hafer. Ah, nee. Ich muss dann ja Haarmilch. Ich könnte Haarmilch. Haben wir Haarmilch? Ich glaube nicht. Leute, dafür habe ich was anderes Nices hier gefunden. Keller wird so neidisch sein. Wieso werde ich neidisch sein? Weil ich werde mir jetzt eine Hochzeitssuppe machen. Das ist mal richtiges Mittagessen. Mm. Du frühstückst ja gefühlt noch O-Saft und deine rote Beete hier. Ich mache mir jetzt schon Gedanken, was ich jetzt als nächstes esse mit I. Ingwer. Igel. Was isst du jetzt mit I? Ich mache jetzt weiter mit einem Tee. Das habe ich hier gerade schon drin gefunden. Das war der innere Ruhetee. Oh, endlich. Da bist du endlich mal ruhig. Und ja, dafür muss ich mir jetzt einfach nur Wasser kochen und dann einen Tee trinken. Nee, du darfst kein Wasser benutzen. Ich wollte auch einfach keinen Tee trinken, aber mir fällt nichts anderes ein, was ich sonst essen kann. Für meine Suppe habe ich auch kein Wasser benutzt. Ich habe da reingespuckt. Okay, wir sagen, Wasser ist eine erlaubte Zutat. Ich trinke den richtig gerne. Ich weiß gar nicht, was Heller dagegen hat. Ich sag dir, der schmeckt richtig gut. Innere Ruhe. Ja, die brauchst du auch. Deine Suppe braucht ja noch Ewigkeiten. Ich mach dann gleich nämlich schon weiter mit dem nächsten J. Oh Gott. Easy. Joghurt. Nein! Den werde ich essen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z. Oh yes. Kennt ihr dieses Lied? Das haben wir in der Grundschule gelernt. A sagt der Affe, wenn er in den Apfel beißt. B sagt der Bär, wenn er die Bären verspeist. Das haben wir immer in der Grundschule gesungen. Nee, das haben wir nicht gesungen. Echt nicht? Nee. Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre so das Lied. Wir hatten immer nur dieses Alle Kinder lernen lesen. Indianer und Chinesen. Wir haben genug Zeit, wenn wir sie nur richtig verwenden. Wow. Für tolle YouTube-Videos. Hella. Was denn? Die Lieder, die wir gerade gesungen haben. Du hast ja das mit Alle Kinder lernen lesen gesungen. Ja. Und ich habe das mit A sagt der Affe. Das ist das gleiche Lied. Die erste Strophe geht einfach Alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen, bla bla bla. Und dann singen die Hallo Kinder, jetzt geht's los. Und dann geht's los. A sagt Ach Affe, so. Wenn er in den Apfel beißt. Nee, dann kommt E. Okay, E sagt der Elefant, der Erdbeeren verspeist. I sagt der Igel, wenn er sich im Spiegel sieht. Ja. Und wir singen unser ja. Lied. Tommy, was ist mit deiner Hochzeitssuppe passiert? Das ist halt Wasser mit Stückchen gefüllt nur. Aber man sollte da 750 Milliliter Wasser reintun. Ja, ich esse jetzt den Joghurt ja, und ich schaue schon, was es als Hella, K gibt. Du musst jetzt erstmal genießen. Genieß den Moment. Nicht immer nur nach vorne schauen. Genieß mal deinen Joghurt jetzt. Das reicht mir. Wie, das reicht dir? Dafür hast du J verbraucht? Ich hätte den halt auch gegessen und du hast für einen Haps. Ja, sagt der Richtige mit meinem Schokopudding. Ich möchte jetzt bei K richtig geile Sachen essen. Was denn? Kokosnüsse? Kokosnuss? Als erstes esse ich ein paar Kokoschips. Ich werde mehrere K-Sachen essen, glaube ich. Kinderriegel? Oh, ich esse gleich Kinderriegel. Nee. Du willst doch gar keine Süßigkeiten essen, hm? Katjes? Scheiße. Das Problem ist nur, ich komme hier mit meiner Suppe nicht voran, weil die so heiß ist. Oh. Was hast du da hinterm Rücken? Ich habe gerade nichts mehr mit K gefunden, weil ich ja so komische, süße Sachen nicht mehr essen möchte. Und zwar habe ich gerade was im Tiefkühlfach entdeckt, was ich richtig gerne schon die ganze Zeit essen möchte. Und es passt jetzt einfach zu meinem Buchstaben. Und zwar... Kartoffelpuffer. Nein. Laugenstangen mit L. Ah, stimmt, du bist schon bei L. Du isst halt immer nur so kleine Sachen. Du weißt schon, dass wenn du bei XY... Wenn du bei Z angekommen bist... Was? Jeder hat das gehört mit XY. Ja, ich muss mal das Alphabet in meinem Kopf durchgehen. Du weißt, dass wenn du bei Z angekommen bist, dann darfst du halt nicht nochmal von vorne anfangen, ne? Was gibt's denn mit Y oder so? Joghurt. Oder mit X? Xylophon. Suppe ist aufgegessen, das war halt gefühlt einfach nur Brühe. Was machst du da schon wieder? Wieso machst du dir vier Stück? Wie viel Hunger hast du? Ich wollte nur einen mitnehmen. Ja, dann tu die mal in den Backofen. Muss man da kein Backblech drauf machen? Kein Backpapier? Nö. Ich gönn mir eben Kinderschokolade als Nachtisch. Richtig nice, Leute. Ich liebe halt alles von Kinder. Ich glaube, das haben wir schon tausendmal gesagt. Aber Kinder-Countries sind einfach die besten und danach kommen Kinderriegel. Mmh. Ich bin jetzt bei I.
Nee, bei L. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L. Habe ich I ausgelassen? A, B, C, D, E, F, G, H, L. Was hast du bei I gegessen? Ups. Ups. Und jetzt? Was hast du bei J gegessen? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oh, kann das Alphabet nicht. Du hast einfach direkt mit K weitergemacht. Ja. Und nach der Hochzeitssuppe, was H ist, I und J hast du ausgelassen. Das gibt so eine Strafe. Gut, dann mache ich jetzt I und J jetzt, okay? Okay. I. Instant-Nudeln. Ich glaube, ich tue das einfach in die Suppe rein. Ich bin gespannt. Ich mag es lieber, wenn da ein bisschen mehr drin ist in so einer Hochzeitssuppe. Und jetzt ist es nicht mehr nur Brühe. So, ich schau mal, was mein Brot hier sagt. Deine Laugenstangenbrot muss ich nicht essen. I, J. Ich muss schon mal überlegen, was man mit J essen kann. Leute, schreibt mal in außer die Kommentare, Joghurt. Was es außer Joghurt noch gibt. Suppe die zweite. Das sieht echt gut aus. Also, ich bin gespannt. Ja, eigentlich echt. 3 mal 3 9. Bitte, bitte. 2 sind 10. Ich mach mir die Welt. Bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Ella, ich würde sagen, du darfst auch mal probieren, weil ich will dir wirklich zeigen, wie gut das schmeckt. Aber nur einen Haps. Mmh. Schmeckt wirklich gut, oder? Köstlich. Die sehen auch schon fast fertig aus, oh, oder? Oh ja, ich muss beim Abendessen dann mit J weitermachen, das wird echt schwer. Scheiße, das klebt hier dran. Ja, ich hab doch gesagt Backpapier. Ja, hättest du mal auf mich gehört. Eieieiei. Das hasse ich dann am meisten, wenn Leute so eieieiei im Hintergrund sagen. Ja, wenn man das vorher gesagt hat. Ah! Was? Das hat richtig weh. Das war so heiß. Köstlich. Hella isst jetzt noch ihre Laugenstange auf. Ich bin pappsatt, Leute. Ich wünschte, es würde... Ich hab noch was mit J, stimmt, habe ich mir hier reingesteckt. Joghurt-Pharma-Riegel. Das ist Joghurt-Riegel. Den werde ich jetzt noch essen. Und dann sehen wir uns beim Abendessen wieder. Und dann muss ich mit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dann muss ich mit K weitermachen und du mit M. Bis gleich. Bis gleich. So, wie man sieht, ist Hella immer noch bei Buchstabe L. Seit 3 Stunden immer noch an den Laugenstangen essen. Die da so halb noch an dem Ding kleben. Mein letzter Buchstabe war ja das J, aber das K habe ich ja vorher schon irgendwie gemacht. Das heißt, nach K kommt L. Gib mal ein Stück. Nein. Warum nicht? Du musst dir dein eigenes Essen machen mit L. Das heißt, du musst dir was mit M suchen und ich suche mir was mit L. Ich werde jetzt diese Mango essen. Stimmt, M. Ich brauche ja was mit M. Dann darf ich das aber gleich nicht mehr essen. Du nimmst mir halt alles schon weg. Was gibt's denn mit L? Es gibt halt nichts mehr mit L. Ich habe was gefunden. Und? Lakritz. Oh mein Gott, stimmt. Ich mag zwar nicht so gerne Lakritz, aber ich esse das jetzt, damit ich das L hinter mir habe. Ist in Ordnung. Ich mache mit M auch weiter und ich werde... Mais essen. Ich überhole jetzt halt schon Hella, weil sie so lange braucht, ihre Mango zu schneiden. Und die Maisreste... Oh nein! Noch viel schnell. Ich mache mit N weiter. N wie Nudeln. Ich würde sagen, damit die Hochzeitssuppe heute auch noch leer wird, esse ich die Nudeln. Und ich bin hier immer noch bei der Mango. Es macht echt keinen Spaß, die zu schneiden. Isst du die jetzt einfach kalt, ohne die aufzuwärmen? Bin ich zu faul für. Ich habe jetzt auch mal nach Ewigkeiten meine Mango geschnitten. Ich bin halt schon mit N fertig, mit Nudeln. Oh Mann, ich muss gleich erstmal was suchen. Ich wollte auch Nudeln. Ich finde einfach nichts mit O, Leute. Einzige, was mir eingefallen ist, ist Orangensaft. Aber das hat Feller ja schon getrunken. Orange, Orange, Orange. Aber wir haben keine Orange mehr. Als erstes fällt dir Orangensaft ein und dann so, jetzt habe ich's, Orange. Oh, wir haben keinen. Also wenn Öl zählt, dann weiß ich jetzt, was ich mir mache. Ich mache mir ein Omelette und ich darf sogar Öl in die Pfanne tun. Also ich muss sagen, Tom, es ist schon unfair, weil die Eier wurden heute echt schon verbraucht, ne? Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich war so mit Omelette beschäftigt. Naja, genau. Du hast ja auch schon einen Fehler erlaubt, das ist jetzt mein Fehler. Du hattest schon sehr viele Fehler heute. Ich bin bei N und ich werde diese Nature Bakes essen. Ich dachte, das ist so eine gesunde, leckere Alternative, weil da nur so Datteln und so natürliche Süßungsmittel drin sind. Aber es schmeckt ehrlich gesagt nicht so gut. Ich werde jetzt wahrscheinlich einfach Obst essen, weil... Obst? Es gibt leider nichts anderes in diesem Haushalt. Was? Das ist doch kein Obst. Doch, das sind Apfelchips. Ich esse dazu noch einen Kokoschips. Das ist wirklich kein Obst. Das ist wirklich kein Obst. Was ist denn Kokosnuss? Gemüse? Natürlich ist es ein Obst. Nein, nein. Kokosnuss ist nie im Leben ein Obst. Eine Frucht ist das, aber kein Obst. Kannst ja mal googeln, ob das ein Obst ist.
Tom, was ist denn mit deinem Omelette los? Das dauert wird ja gar nicht gut. Länger als gedacht. Du bist jetzt halt schon mit O fertig. Was kommt ja jetzt? P. Ja, es ist echt so schwierig mit diesen Zahlen. Zahlen vor allem, mit diesen Buchstaben. Aber ich glaube, ich werde so ein Proteinriegel essen. Oh nein. Und das hat schon wieder bestätigt. Ich hasse Proteinriegel. Aber ich glaube, ich leck den jetzt einfach noch mal komplett an. Nein. Damit Tom den nicht mehr benutzen kann. Was soll das? Das ist ja wohl das Dreisteste, was es gibt. Bitteschön. Kuh. Jetzt wird's schwer. Quark. Wir haben keinen Quark. Hella, was machst du da? Du schummelst. Du cheatest. Darf man das nicht machen? Weiß das wusste ich nicht. Ich habe das jetzt gegoogelt und werde Quellbrunnen trinken. Das war schlau. Das war schlau. Dann esse ich mich einfach von Omelette satt. Dann muss ich nämlich gar nicht mehr zu Kuh. Wir müssen bis satt. Oh nein. So, mal gucken, wie das schmeckt. Und so ein Omelette ohne Zutaten. Schmeckt irgendwie wie Rührei. Darf ich Rhabarber essen? Ja. Oh no, da muss ich den jetzt irgendwie machen. Oder du nimmst einfach ein Stück und isst das, dann hast du den Buchstaben. Nachdem ich mein Omelette jetzt verspeist habe, werde ich einen Löffel Peanut Butter essen, weil P kommt ja nach O. Schmeckt nicht mehr so frisch. Ich weiß nicht, ob die noch so gut war. Kuh, ich google. Du darfst das nicht googeln. Du hast auch gegoogelt. Ja, ich habe das Quellwasser, aber versuch doch einfach essen mal mit Kuh. Quallensuppe. Quallensuppe? What the fuck? Quarkbällchen, Quarktasche, oh, Quellenwasser. Wie lecker, aber wir haben nichts. Quinoa. Wir haben Quinoa. Das musst du essen. Das dauert aber auch schon wieder so lange. Quittengelee, Käse, Quäse, Quark. Das gibt's wirklich, aber das haben wir nicht gekauft. Quark. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass du Quinoa machen musst. Oh, okay. Ich mache mir jetzt einen Rooibos-Tee. Oh mein Gott, du hast doch noch was gefunden mit R. Ja. Hella, ist da etwas Zucker drin? Nein. Hast du da Zucker reingetan? Nein. Was wird das jetzt überhaupt? Ich habe es noch nicht verstanden. Das ist ein Rhabarber-Kompott. Ich habe mir auf jeden Fall meinen Rooibos-Tee gemacht und ich habe mir auch schon überlegt, was ich als nächstes esse. Bei mir kommt jetzt schon S. Oh mein Gott. S ist bei mir Schwarzbrot mit sauren Gurken, mit Schinkenspicker und Senf. Ja. Für S koche ich mir jetzt deine komische Brühe hier gefühlt halb wieder auf, also diesen benutzten. Denn ich werde mir jetzt einfach ein paar Spaghetti noch kochen. Wie glücklich du einfach bist mit diesem Essen. So habe ich mir mein Abendbrot vorgestellt. Ich muss jetzt leider erst den Rooibos-Tee austrinken, bevor ich weiter essen darf. Heiß, aber das wird lecker. Ich habe echt Hunger, ich esse jetzt hier schon. Kann leider keinen Rooibos-Tee mehr trinken. Und? Nice. Hast du überhaupt saure Gurken? Nein, die fangen mit C an. Knorkis oder so. Mm-mm. Aber nennt man diese Gurken saure Gurken, ja, ne? Ja. Das geht. Das geht gerade so durch. Mm. Und ich werde einfach diese Spaghetti gleich mit Sojasauce trinken. Trinken, nee. Vor allen Dingen essen. Nee. So schlimm. Oder mit Sweet and Sour Sauce. Das könnt ihr natürlich auch nehmen. Maggie fängt leider mit M an. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Mal sehen, wie dieser Rhabarber-Kompott schmecken wird. Das sieht irgendwie komisch aus. Ich finde, das sieht irgendwie lecker aus. Also das riecht auf jeden Fall richtig gut. Oh, ich bin so gespannt. Mmh, das schmeckt richtig gut. Echt? Mhm. Schmeckt das so wie Marmelade? Mhm, wie ein Kompott. Oh, hat das herrlich geschmeckt. Weiter geht's mit Tee. Tee wie Tomaten-Tom. Also werde ich eine Tomate essen. Mm. Ich habe schon nachgezählt. Ich habe nur noch 6 Buchstaben übrig. Und weiter geht's mit U. Und da habe ich was richtig Leckeres. Kennt ihr die Chips ungarisch? Oh nein! Ja. Nein! Wie frech ist das? Ihr habt die extra nach der ganz hinten gelegt. Als Ben, oh Mann, Tom, schnappt mir jetzt alle guten Sachen weg. Ja, dann hättest du mal schneller sein sollen. Das ist so frech. Leute, ihr müsst ja das Gesicht dazu sehen. Ey, meine Chips. Nein, nicht deine Chips. Liebe Chips. Aber Hella, du wolltest doch nur noch am Wochenende welche essen. Mh, hab ich lange keine Chips mehr gegessen. Ich bin traurig. Lass mich, nicht hin. Aggressiv wohl eher. Hella, das sieht sowas von eklig aus. Ih, du machst jetzt keine Sojasauce drüber, dann isst die doch lieber so. Wie verzweifelt muss man sein, dass man halbgare Nudeln isst.
Bei mir geht's jetzt ganz entspannt weiter mit V. Was? Du bist schon fertig mit der Nudel? Ja. Die ist so lost einfach. Oder verzweifelt würde man es, glaube ich, nennen. Tiefgefrorene Trauben. Sie friert die halt immer ein, die Trauben. Das schmeckt auch richtig nice. Das war's? Stopp, stopp. V, V, V. Vanilleeis. Nein. Ich bin jetzt mit U dran. Ja, ja. Okay, dann esse ich jetzt einfach Vanillezucker. Jetzt wird's hier richtig zu einer Race, Leute. Scheiße, ich kann das nicht essen. Ich muss jetzt erstmal irgendwas mit U. Oh, schmeckt sogar. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, Wasser, 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 Wasser. X, X, was fängt mit X an? X. Oh Mann, ich finde nichts mit U. Hast du eins übersprungen? Ich habe eins übersprungen, ja. Q habe ich übersprungen. Und ich muss leider zugeben, Hella, dass ich auch X überspringen werde, weil ich finde nichts mit X. Ich glaube, ich überspringe U. Leute, es gibt nichts mit Y. Was holst du da jetzt raus, Hella? Ich esse jetzt eine Weintraube. Du hast eben schon eine Weintraube gegessen. Ja, aber die war gefroren. Das war eine Tiefkühltraube und das ist eine Weintraube. Jetzt fängt hier jemand an zu schummeln. Nö. Ich finde nichts mit Y, Hella. Hella nimmt es jetzt wirklich ernst. Sie hat sich schon auf einen Stuhl gestellt. Ja. Ich glaube, wir finden nichts mit X und Y. Doch. Es gibt einfach nichts, Hella, gib es auf. Es bleibt dann wohl nur noch Z übrig. Weil wir machen, wer zuerst was gefunden hat, der hat gewonnen. Zitrone, Zimt. Nein, das darfst du nicht. Ich esse jetzt Zimt. Ja, okay, dann hast du gewonnen. Zuckereinhörner. Zucker, man kann auch einfach Zucker essen. Ich habe die hier hinten gerade eben gefunden, als ich nachgeschaut habe. Nicht nur mal Zucker, sondern Zuckereinhörner. Ich würde sagen, wir haben beide gewonnen. Dann ist mein... Schmeckt gut? Was war das für eine Challenge hier am Ende? Das war ein sehr lustiges Video, muss ich sagen. Dafür, dass wir nichts eingekauft haben und einfach nur das genommen haben, was wir hier zu Hause hatten, hat es wirklich Spaß gemacht. Es war am Ende sehr, sehr schwer. Vielleicht machen wir das ja auch nochmal, dass wir an einem Tag einen Buchstaben essen. Also nicht den Buchstaben, sondern zum Beispiel einen ganzen Tag nur essen mit A und dann essen wir den ganzen Tag das. Apfel, Ananas. Witzig. Das können wir ja vielleicht nochmal machen. Falls ihr noch andere Ideen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ihr wisst, wir lieben Ess-Challenges, aber wir können auch gerne mal was anderes machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.